Hi, Alex von eberslern.de. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Fängst du eigentlich immer gleich an mit Üben oder hast du ein kleines Aufwärmritual? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, am Anfang deines täglichen Übens oder deines regelmäßigen Übens auf jeden Fall so ein kleines Aufwärmritual zu setzen. Das hat eigentlich nur Vorteile. Natürlich, wenn du jetzt spontan irgendwie ans Instrument willst und willst mal was realisieren, was du gerade im Kopf hast und willst einfach nur spielen, dann ist es natürlich hinderlich. Aber in deine regelmäßige Überroutine solltest du am Anfang ein kleines Aufwärmprogramm stellen. Das hat eigentlich nur Vorteile. Erstens werden deine Finger und deine Gelenke alles schon mal gedehnt und wird vorbereitet auf das, was jetzt gleich kommt. Und du wirst auch einfach besser spielen. Das ist natürlich auch vor einem Gig gar nicht schlecht, das zu tun. Und vor allen Dingen, du kommst auch mental an. Denn wenn du am Anfang immer so ein kleines Ritual hast, was du einfach immer tust, ja, einfach so ein paar Übungen, die du am Anfang immer spielst, dann stellst du dich auch einfach körperlich und mental darauf ein, jetzt ist Bass-Session-Zeit. Ja, hat quasi eigentlich nur Vorteile. Ich will dir jetzt drei Übungen zeigen, eine für beide Hände, eine für die Anschlagshand und eine für die Greifhand. Schauen wir uns die jetzt gleich mal an. Los geht's mit der ersten Übung. Und die erste Übung, da brauchen wir den Bass nicht mal. Und die ist für beide Hände. Und zwar, was machst du? Du nimmst, ich zeige das einfach nur an einer Hand. Ich nehme jetzt einfach mal meine linke Hand und strecke den Arm vor und ziehe dann quasi mit meiner rechten Hand die Hand hinter. Bis quasi hier so eine Dehnung entsteht. Und das hältst du einfach ein bisschen. Bis du merkst, dass hier das Handgelenk warm wird. Und genau das ist im Endeffekt auch der Sinn der ganzen Übung, dass du das Handgelenk hier aufwärmst. Da gibt es jetzt auch gar keine Zeit, wo ich sagen würde, halt es bitte so und so lang, dann nur bringt die Übung was. Das wirst du schon selber merken, dass wenn du die Hand so und so streckst oder die Hand und dann so rumdehnst, dass hier das Handgelenk einfach warm wird. Mach das einfach so lange, bis du denkst, ah, das ist gut, jetzt wird es langsam wärmer und dann machst du das auf beiden Seiten. Die nächste Übung oder die zweite Übung ist für unsere Greifhand. In meinem Fall ist es die linke. Wenn du Linkshänder bist und auch linkshändig Bass spielst, dann ist das natürlich die rechte Hand. Und zwar, die Übung ist jetzt folgende. Ich spiele das Ganze jetzt mal mit dem Kontrabass, nicht mit dem Kontrabassfingersatz, sondern mit dem Gitarrenfingersatz. Das heißt, jeder Finger hat einen einzelnen Bund. Und zwar, die Übung kannst du eigentlich auf jeder Seite spielen. Ich spiele das Ganze jetzt mal auf der G-Seite. Und zwar, du spielst vom ersten bis zum zwölften Bund jeden Ton einmal an. Mit laut geht's besser. Gehst quasi langsam einmal hoch und wieder runter. Das musst du gar nicht in einem speziellen Tempo machen, auch kein Metronom anmachen und nichts, sondern einfach nur hoch und runter spielen. Und das machst du erstmal auf der einen Seite. Darauf achten, dass die Finger natürlich möglichst nah an den Bundstäben sind. Dann beim Lagenwechsel darauf achten, dass die Finger an der Seite bleiben, aber nicht kleben. Und rückwärts das gleiche wieder. Du wirst merken, wie deine Finger langsam auftauchen, quasi einfach warm werden. Und das ist ja auch das Ziel. Das Ziel der Übung. Mach das Ganze einfach so oft, wie du denkst, bis du merkst, okay, jetzt ist es schöner, jetzt habe ich einfach meine linke Hand bzw. meine Greifhand aufgewärmt. Wie gesagt, das kannst du auch auf allen anderen Seiten machen. Bei unserer dritten Übung geht es nur um die Anschlagshand. Bei mir ist das die rechte. Wenn du linkshändisch Bass spielst, dann ist das natürlich deine linke. Und zwar, das Ganze machen wir jetzt an einer D-Moll-Pentatonik oder prinzipiell will ich damit sagen, an irgendeiner Tonleiter. Nimm eine Tonleiter, die du gut kannst, bei der du auch nicht mehr überlegen musst, wie die Töne heißen oder nicht die Töne heißen, wie du sie am besten greifst. Ich mache das hier bei der D-Moll-Pentatonik. Gehen wir so nochmal kurz durch, wie die D-Moll-Pentatonik geht. Und zwar, vierter Finger auf den fünften Bund auf der A-Seite. Das wäre das D. Erster Finger auf das F im dritten Bund auf der D-Seite. Dann hochrutschen in den fünften Bund. Auf das G auf der D-Seite. Dann siebter Bund auf der D-Seite ist das A. Fünfter Bund auf der D-Seite das C, G-Seite das C. Und im siebten Bund auf der G-Seite wieder das D. Das wäre unsere D-Moll-Pentatonik. Und dann wieder das C von unten und wieder von
loszulegen. Wie gesagt, das ist nur exemplarisch. Du kannst jede andere Tonart auch nehmen. Denn jetzt kommt ja eigentlich die Übung für die Anschlagshand. Und zwar, normalerweise würden wir, wenn wir jetzt die Pentatonik auf- und ab üben, einfach jeden Ton einmal spielen. Du willst ja aber deinen Fokus auf die Anschlagshand legen und deswegen spielst du einfach jeden Ton viermal. Das heißt, du gibst deiner Anschlagshand einfach mehr zu tun. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, und wieder zurück. 2, 3, 4. Und wieder von vorne. Und du kannst es natürlich dann langsam steigern, denn das ist ja das Ziel der Übung, dass du deine Hand einfach aufwärmst. Nimm dazu aber gar kein Metronom, sondern einfach nach Gefühl spielst du ein bisschen schneller. Das soll ja keine Timing-Übung werden, du wirst dich ja einfach nur erwärmen. Und dann beim nächsten Mal einfach noch ein bisschen schneller. Das waren meine drei Übungen. Wie ich dir empfehlen würde, dass du ein kleines Aufwärmprogramm am Anfang deiner Übesession machen kannst. Du kannst dir diese ganzen Übungen auch als PDF auf meiner Homepage noch runterladen, das habe ich dir unten verlinkt. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, welche Aufwärmübungen du so präferierst. Ob du welche machst und wenn ja, welche es sind, schreib es in die Kommentare, dann kann ich sie lesen und dann können auch die anderen, die dieses Video schauen und sich die Kommentare angucken, vielleicht von deinen Übungen noch ein bisschen inspirieren lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alex von eberslernen.de.